Ja, immer dafür geworben, irgendwie, dass das Tarifrunden 12 Monate irgendwie dauern. Wenn man es dann mal ansatzweise wieder geschafft hat, dann ist halt ganz schnell irgendwie die nächste da. Und wir werden jetzt im Dezember, im Februar abgeschlossen, jetzt im Dezember über den wirtschaftlichen Rahmen und dann anfangen, über Forderungen zu beraten. Deswegen ist sie wirklich gefühlt irgendwie ewig lang her. Ich will zu 4 Punkten was sagen und nämlich zur Anlage der Tarifbewegung, zum Ablauf, zum Ergebnis und zur Bewertung aus unserer Sicht. Ich will es mal versuchen, so ein bisschen einzuordnen, mich trotzdem irgendwie an die Zeit zu halten. Wir haben versucht, den Ausgangspunkt der Beschäftigtenbefragung zu nutzen, wo wir über Ziele, Themen, Voraussetzungen, Beteiligung, Diskussionsprozesse geredet haben, auch wie der Beteiligungsprozess zum Entstehen einer Forderung geht. Wir haben dann überlegt, was sind mittelfristig anstehende Themen in der Tarifpolitik, und haben uns dann haben gesagt, was von diesen Themen wollen wir eigentlich 2015 angehen und was geht darüber hinaus. Wir haben die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung genommen. Wir haben die Forderungsdebatte im Frühjahr 2014 geführt, den Forderungsbeschluss in 2014 auch entsprechend gefasst und die Verhandlungen im Januar 2015 begonnen. Wir haben 886.000 irgendwie Warnstreiken gehabt. Das ist eine gute Zahl. Wenn man überlegt, was sozusagen in den letzten Jahren war, dann haben wir uns da gesteigert, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, die Anzahl der Betriebe, die sich beteiligt haben. Das Ergebnis haben wir dann am 24.02.2015 gefunden. Ich betone das mit diesem Wir so, weil wenn du so am, ihr kennt das alle, du machst irgendwie einen Vorschlag, wie so eine Tarifkampagne irgendwie gestaltet, begleitet werden soll. Und am Anfang gab es eine Menge Hohn und Spott über dieses große Wir, irgendwie überdimensioniert, den Werbern hat es nicht gefallen. Am Ende gab es kein Foto mehr bei IG Metall, wo nicht dieses große Wir. Und es steht auch was dahinter. Es ist erstmals seit vielen Jahren gelungen, dass es mit einem gemeinsamen Logo, also sonst waren immer die Freunde im Südwesten, die was Besseres erfunden hatten als der Rest der Organisation, das ist diesmal nicht passiert, sondern es ist irgendwie gelungen. Für uns war das irgendwie durchaus was Besonderes. Die gesamte IG Metall hinter dieser einen Forderung, hinter diesem einen Logo zu versammeln, hat es in den Jahren davor irgendwie nicht gegeben. Also die Eitelkeiten und Begehrlichkeiten einiger wurden hintangestellt, was uns in der Tarifbewegung durchaus geholfen hat. Ergebnis wurde entsprechend dargestellt. Das ist sozusagen das Ergebnis mit einer Entgelterhöhung von 3,4% ab 1. April 2015, eine Einmalzahlung von 150,55 € für die Auszubildenden, die im März ausgezahlt worden ist, und eine Laufzeit des Tarifvertrags bis zum 31. März 2016. Wir haben dann auch nochmal aufgetragen, wie Rainer das auch mal macht, zu sagen, was haben wir denn Tarifentwicklung mit entsprechend auch Einmalzahlung drin und wie hat sich Verbraucherpreisentwicklung dargestellt. Das ist nicht dramatisch anders als in anderen Bereichen auch. Wir haben 2 weitere Punkte gehabt, die wir gefordert haben, und die in dieser Entscheidung, wo ihr jetzt die Folien nicht sehen könnt, müssen wir nochmal gucken, ob wir die nachliefern oder nochmal angucken, weil es nicht ganz unrelevant ist, wie wir denn zu dem Thema Bildungsteilzeit und Altersteilzeit gekommen sind. Weil es gab ja aus der Mitgliedschaft auch viel drängerendere Themen, die gesagt haben, lasst uns bei Werkverträgen was machen, lasst uns bei der Frage von Leiharbeit was machen. Es gab welche, die gesagt haben, lasst uns diesen komischen Tarifvertrag Altersvorsorge wirksame Leistungen kündigen. Wir haben eigentlich bei BAV was wir tun müssten. Und das richtig große Thema waren Vereinbarkeitsthemen, waren Arbeitszeitthemen, wo wir dann nach so einem Muster uns angeguckt haben, was ist denn, wo erwarten wir denn noch Änderungen von der Politik, wo sind wir frei zu kündigen, was trauen wir uns zu und welche Tarifverträge nehmen wir? Und der Bildungsteilzeit-Tarifvertrag oder die Forderung nach Bildungsteilzeit, das kann man, also diese strategische Überlegung würde ich schon gerne hier auch veröffentlichen, ist, Altersteil mussten wir eine Anschlussregelung finden, Bildungsteilzeit war die Chance, einen Tarifvertrag kündigen zu können, als Signal an die Arbeitgeber, wir werden da auch was Neues und was Besseres abschließen und einen Tarifvertrag zu nehmen, der die Möglichkeit, was am Ende auch
bisschen geschafft haben, die Möglichkeit gibt, für den einzelnen Beschäftigten während seines Erwerbslebens freie Zeiten zu generieren oder Zeiten zu generieren, die er beeinflussen kann, um einen ersten Schritt, ohne über dieses ideologisch aufgeladene Thema Arbeitszeit oder Vereinbarkeit reden zu müssen, so einen kleinen Baustein, den man mal ausprobieren kann, zu schaffen. Das war der Hintergrund der Überlegung, warum wir das gemacht haben. Es sind dann bei den qualitativen Elementen diese drei Dinge rausgekommen, den Tarifvertrag AWO, da muss ich gleich was zu sagen, der sollte eigentlich Finanzierung heißen. Wir haben ein nachhaltiges Finanzierungsproblem bei der Altersteilzeit, das ist, glaube ich, hier schon immer mal berichtet worden, um es zusammenzufassen. Wenn man bei der Frage der Finanzierung oder besser der Rückstellung für Altersteilzeit nicht eine Regelung geschaffen hätte, dann wären ganz viele Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie pleite gewesen. Schon beim ersten Abschluss wäre einen Tag später irgendwie Heidelberger Druck pleite gewesen, weil wenn man sagt, ich mache einen Anspruch für 4% der Beschäftigten, einen Vertrag, der bis 2016 läuft und die Beschäftigten Ansprüche bis 2022 haben und ich muss das von der Höhe nach zurückstellen, dann funktioniert es nicht. Als wir ihn abgeschlossen haben, haben wir so einen Trick gemacht und haben eine Einmalzahlung vereinbart für die Beschäftigten, haben gesagt, damit ist für die Dauer der Laufzeit die Finanzierung erbracht. Das haben wir noch 2-3 Mal mit anderen kryptischen Formulierungen dann, bis der Verband der Wirtschaftsprüfer gesagt hat, jetzt ist aber immer gut. Und deswegen mussten wir eine Möglichkeit finden und insofern wollten wir einen Tarifvertrag, der hieß Finanzierung oder Finanzierungsvoraussetzung, wo wir auch anlegen wollten, schon für die Zukunft Möglichkeiten von Vereinbarkeit, anderen Themen für Pflegezeit mitfinanzieren zu können, sozusagen ein extra, ein bisschen angelehnt an das, was die Kollegen auch von der Chemie gemacht haben, einen Tarifvertrag zu haben, der uns Finanzierungsmöglichkeiten über einen Fonds bietet für Maßnahmen, die man dann betrieblich auch steuern kann. Das ging natürlich gar nicht. Im Grunde ist der Tarifvertrag sowas. Er musste Anspruchsvoraussetzungen, abgekürzt AWO, heißen, weil ein Finanzierungstarifvertrag konnte man mit der anderen Seite. Der Name war ein No-Go. Insofern haben wir dann den Tarifvertrag Anspruchsvoraussetzungen genannt. Und er löst das Finanzierungsproblem, weil der Arbeitgeber jederzeit kündigen kann, diesen Tarifvertrag, dann eine Strafzoll ausgelöst wird, 5% Aufzahlung für Sonderzahlung. Und damit sind wir bei dem Verband der Wirtschaftsprüfer, von denen wir uns ein Rechtsgutachten auch anfertigen haben lassen, sind wir damit auf der sicheren Seite, was die ganze Rückstellungsproblematik angeht. Inhaltlich haben wir zwei Tarifverträge, den TV Flex Ü Neu. Der hat auch ein Umstellungskriterium, was man, glaube ich, kurz mal benennen muss. Der Tarifvertrag Flexü Alt ging von einem Nettolohnmodell aus. Dieses Nettolohnmodell ist uns deswegen um die Ohren geflogen, weil der Verband der, wie heißen die Leute, die in Frankreich wohnen und im Saarland arbeiten? Grenzgänger, genau, der Verband der Grenzgänger, die heißen wirklich so. Die haben geklagt gegen diesen Tarifvertrag und wir haben beim EuGH auch verloren, wegen der Frage Doppelbesteuerungsabkommen beispielsweise mit Frankreich. In NRW haben wir das Problem nicht. In Frankreich gibt es ein ganz anderes Steuergesetz und das würde bedeuten, dass sozusagen die französischen Kollegen, die bei Ford in Saint-Louis arbeiten, benachteiligt würden, wenn das alte Nettolohnmodell angewandt worden ist. Klingt alles technisch und nur komisch blöd, ist aber ein richtiges Problem, weil wir im Saarland beispielsweise, in Rheinland-Pfalz, es nicht geschafft haben, dass die Kollegen, die in Frankreich leben und arbeiten, gerade junge Familien wegen Erziehungsmöglichkeiten, geht alles besser in Frankreich, die arbeiten bei Ford, ziehen nach Frankreich, alles ist gut, zumindest für die, da mussten wir eine Lösung finden. Deswegen war für uns Umstellung auf ein Bruttolohnmodell wieder etwas, was wir machen mussten und gleichzeitig sicherstellen, dass der Grund des früheren Nettobezuges, nämlich das Anheben der unteren Entgeltgruppen, noch gewährleistet sein musste. Wir mussten uns also vom deutschen Steuerrecht irgendwie wegbewegen, aber es trotzdem irgendwie im Auge behalten, dass es funktioniert. Klingt kompliziert, war es irgendwie auch, aber jetzt ist alles gut an der Stelle. Also ein individuelles Anspruchsmodell, was ist neu? Wir haben andere Modelle geöffnet, für andere Modelle Altersteilzeit geöffnet. So ein Ausgleitmodell von 80-60-40-20% Arbeitszeit über 5 Jahre. Auch wenn es da aus unserem Bereich erstmal wenig, es gab aus einigen Bereichen Ingenieure, Entwickler, die gesagt haben, hey, wir können uns sowas vorstellen. Auch die Firmen, die Interesse hatten, dass bestimmte Erfahrungen im Unternehmen bleiben. Und wir haben die Zugänge für die Belasteten
verbessert. Wir haben bei der Bildungsteilzeit einen Einstieg bekommen. Es ist nicht mehr, auch wenn wir in Publikationen gern auch mal mehr behaupten, es ist nicht mehr als ein Einstieg in das Thema, weil es nicht hart erzwingbar ist. Du hast die Möglichkeit, Mittel aus Altersteilzeit für Bildungsteilzeit zu nutzen, aber die Voraussetzungen dafür sind nicht so ganz einfach. Da muss entsprechende Fallkonstellation sein, dass abgelehnt wird, dass man es durchsetzen kann. Es hängt an der Frage von Mitbestimmung und hängt an der Frage, dass Finanzierungsmöglichkeit da ist. Aber das Modell ist da, es ist auch, glaube ich, ganz gut. Und die Chance, das auszubauen, da weiter dran zu gehen, ist damit gegeben. Bildungsteilzeit sieht so aus, dass wir aufgesetzt haben, quasi neu gemacht haben, das, was wir bisher in den Tarifverträgen hatten, nämlich die Frage Alters-, Erhaltungs-, Anpassungs-, Umqualifizierung, Entwicklungs- und persönliche Weiterqualifizierung. Bei der Frage der persönlichen Weiterqualifizierung setzt jetzt dieses Bildungsteilzeitthema ein, wo die Beschäftigten jetzt nicht Altmaßnahmenkosten tragen, sondern die Beschäftigten die Möglichkeit haben, Bildungsteilzeit verblockt oder unverblockt zu nehmen, über entweder eine Ausscheidensvereinbarung oder über ein 7-jähriges Ansparmodell. Wir haben insbesondere nochmal das Thema mit der BA zusammen Wegebau gängig gemacht für das Thema, also auch für Beschäftigte, die eben, weil sie keinen Abschluss haben oder der Abschluss in der Vergangenheit liegt, jetzt nochmal stärker über Wegebau gefördert werden konnten. Wegebau hatten wir uns insofern angeguckt, weil es eigentlich ein Skandal ist, die Arbeitgeberverbände räumen permanent da die Mittel ab. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich da auch dran Möglichkeiten schaffen. Insofern haben wir Zugänge für die besondere Förderung von Ungelernten geschaffen, die in einem modularen System mit bis zu 100% Aufzahlung im Entgelt über Wegebau quasi eine Weiterbildung finanzieren können. Wir haben ein sogenanntes Weiterbildungskonto geschaffen, ein Bildungskonto geschaffen, das in Geld geführt wird, weil es in Geld geführt werden muss, das mit Tarif, wo Tarifsteigerungen reingehen, was insolvenzgesichert ist und bei Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen wie Wertguthaben verwandt wird. Das Konto kann man mit bestimmten Kriterien irgendwie füllen. Das kennt ihr, kennen wir von irgendwelchen anderen Kontensystemen auch. Und man kann es eben entsprechend als Ersatz für fehlendes Einkommen bei Bildung in Vollzeit nehmen oder eine Aufstockung des Teilzeitentgelts damit machen. Was insofern, Reinhard, muss man wirklich nochmal gucken, was jetzt rausgeflogen ist. Ganz egal, ich wollte, ja, es ist schön, man wollte bei jeder Folie sagen, die ist spannend, aber die durfte ich nicht zeigen. Und du hast es halt jetzt doch gemacht, raus ist es okay. Aber gerade bei dem Bildungskonto, ein paar Sachen erklären sich nicht. Die Bitte wäre, ich habe die 31 Folien, ich habe 31 nicht gemacht, um viel zu haben, sondern damit man es einfach mal nachlesen kann. Weil nicht jedes Ding erklärt sich. Insofern die Bitte, ich schicke euch gerne nochmal die neue Datei zu und dann kann man es entsprechend mit den Hintergrunddingern nennen. Bewertung, und damit komme ich auch zum Ende, und liegt damit auch, glaube ich, in der Zeit. Es ist ein Erfolg für die IG Metall, das sagen wir oft und gerne. Aber gerade die Anlage der Tarifbewegung, dass sich nicht ein Bezirk wie im Jahr davor Bayern irgendwie, bevor die Debatten geführt sind, sozusagen schon raushängt und dem Vorstand empfiehlt, was er denn den Bezirken als Forderung empfehlen soll. Wir hatten ganz krude Dinge und die haben wir jetzt versucht und haben wir in der Tarifbewegung auch glatt gezogen. Deswegen Erfolg ist hauptsächlich in der Frage von Warnstreiks, von Mitgliederzuwachs und von einer relativ großen Geschlossenheit der IG Metall, die immer ganz gut nach außen aussah, aber innen drin nie so richtig gut war. Jetzt ist sie innen drin auch ganz gut. Wir gucken, dass wir es halten können. Wir konnten zu allen drei Forderungselementen eine Lösung finden. Wir sind aber nicht mit 3:0 vom Platz gegangen. Das muss man auch sagen, das war auch wichtig. Das war auch ein Fehler in 2012 zu sagen, mit dem Bild 3:0, wir haben gewonnen bei Übernahme, unbefristete Übernahme, bei der Frage von Leiharbeit und bei der Frage von Lohn. Sondern bei Bildungszeit ist uns ein Einstieg gelungen. Wir haben gesagt, wir wollen an dem Thema was machen. Aber der Druck, das könnt ihr euch vorstellen, der Belegschaften, der großen Betriebe, die zum Teil Weiterbildungssystematiken haben, aber dringend Altersteilzeit brauchen, war ganz klar der Fokus auf Altersteilzeit. Und es war nicht so einfach, sozusagen diesen Einstieg hinzukriegen. Da waren viele schon bereit für eine bessere Ausstattung von Altersteilzeit oder für ein 10% oder einen Monat weniger Laufzeit das Bildungsthema, ja, zu opfern, sagen, komm, ja, war nicht so ernst, kriegen wir auch irgendwann anders mal hin. Das ist gelungen, also ein Einstieg in alle drei. Es hat gezeigt, unserer Meinung nach, dass man für Zukunftsfragen auch Lösungen finden kann. Altersteilzeit brauchen wir mit Förderung von persönlicher Weiterbildung ist, ich habe das vorhin schon gesagt, so ein Zukunftsbaustein gelungen. Und bei der Entgelterhöhung, die mit 3,4%, da würde ich, unsere Begründung war,
Zielinflationsrate und Trendproduktivität bei den 3 bis 3,5 sind wir mit den 150 und 3,4 irgendwie nicht unzufrieden. Die Verteilungssituation hat sich zumindest irgendwie nicht verschlechtert. Abschluss. Das haben wir diesmal gewollt. Sonst kommen oft die Arbeitgeber und sagen, sie wollen eine Gesprächsverpflichtung. Auf was man sich denn sonst noch so irgendwie einlässt im Laufe der nächsten Jahre. Diesmal haben wir gesagt, wir wollen eine haben. Und zwar insbesondere, weil wir das Arbeitszeitthema mit Ihnen weiter bewegen wollen, weil sich einige regionale Verbände weggeduckt haben beim Thema Arbeitszeit. Wir wollen die Gespräche über Arbeitszeitmodelle fortsetzen. Das werden wir am Freitag übermorgen hier in Düsseldorf übrigens tun, mit einer ersten Gesprächsrunde mit allen Verbänden von Gesamtmetall, jeweils ein Vertreter des Mitgliedsverbandes, um wirklich auch alle am Tisch zu haben. Wir wollen insbesondere dabei die Fragen von demografischer Entwicklung und Problemen bei Arbeitszeit und Fragen von lebensphasenorientierten Arbeitszeitmodellen berücksichtigen. Wir wollen uns über Langzeitkonten und flexible Arbeitszeitkonten unterhalten, die wir nur in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg und in der Stahlindustrie haben, sonst nirgendwo. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt Tarifgebiete, wenn du da eine Abstimmung machen würdest, bei uns wollen wir Langzeitkonten. Und bei den Arbeitgebern wird es in beiden Kommissionen eine knappe Mehrheit dafür kriegen, dass wir es eigentlich nicht wollen. Also es ist nicht so ganz ohne das Thema und deswegen mit dieser Gesprächsverpflichtung der Versuch, die Tradition bei uns im Gesamtmetall ist so, wenn der eine mal sowas unterschrieben hat, lässt sich der andere drauf ein, sie schon so ein bisschen da versuchen mitzunehmen, um damit, aber da wird Hilde ja morgen was zu sagen, um mittelfristig nach dem Gewerkschaftstag mit einer neuen Führungsspitze, mit einem Programm sozusagen einzusteigen und die nächsten 4 Jahre zu nutzen in der Arbeitszeitfrage, was die Frage Arbeitszeitgestaltung, was die Frage Arbeitszeitverkürzung für Beschäftigtengruppen, Ost-West-Thema, diese Themen wirklich ernsthaft anzugehen, zu betreiben. Und deswegen war uns wichtig, die andere Seite auch mitzunehmen, auch mit so einem Schlusssatz, praxistaugliche Regelung, Flexi 2 nochmal zu gucken, wie ist das mit Insolvenzsicherung, mit Führen der Konten, also ein paar praktische Themen auch gemeinsam mit Ihnen zu bearbeiten, wo es geht. Also sozusagen Vorklapp für das, was vor uns liegt, ein kleiner Einstieg mit Bildungsteilzeit, der uns vielleicht für weitere Debatten irgendwie helfen kann und die vollständigen Folien, auch wenn es mehr sind als die von Reinhard, schicken wir nach. Dankeschön. Ja, guten Tag, mein Name ist Ahn aus Korea. Ich habe besonderes Interesse an Berufsausbildung hier in Deutschland und bei Ihrem Vortrag fällt eben der Begriff Einmalzahlung für Azubis ist ganz neu hier in Deutschland oder war es früher auch sowas, gab es auch sowas früher? Zweite Frage ist nur bei IG Metall-Bereich so durchgesetzt oder ist auch üblich bei anderen Branchen? Das war meine Frage. Dankeschön. Stefan, vielleicht. Ja, ein bisschen missverständlich für an der Stelle. Da ging es darum, dass wir ja neben einer prozentualen Erhöhung, wie andere Gewerkschaften das auch machen, und sagen, in der Regel führt den Zeitpunkt, wo man keine Entgelterhöhung prozentual abstimmt, für vergangene Monate sowas wie eine Einmalzahlung gibt. Und da ist der Betrag für die Auszubildenden mit 55 Euro festgesetzt worden und nicht denselben Betrag, weil sie auch sozusagen über Ausbildungsvergütung weniger Einkommen haben. Also durchaus irgendwie ein übliches Verfahren, was man kennt, bei Einmalzahlungen dann zu unterscheiden, irgendwie Festbeschäftigte, Ausgelernte und Auszubildende. Ja, Reinhard Bahnmüller. Nach dem Abschluss gab es einige heftige Reaktionen in einigen Arbeitgeberverbänden bei der Diskussion, ob sie das Ergebnis annehmen. NRW war da offensichtlich ja relativ prekär. Wie schätzt ihr das jetzt ein? War das das übliche Gedöns nach dem Abschluss oder hat es ernstere Seiten gehabt dieses Mal? Ja,
Ja, und du hast Zeit zum Nachdenken. Ja, es hat, glaube ich, ein paar ernstere Seiten. Es hat was mit dem großen Erfolg in NRW zu tun. Da gibt's lauter schöne Geschichten zu dieser Aktion in Münster, die wir gemacht haben. Eine ganz große mit irgendwie an die 10.000 Leuten. Dafür der Organisationssekretär der IG Metall NRW eine Strafanzeige bekommen, weil die Zahl so viel größer war als geplant, dass ein anderes Sicherheitskonzept der Polizei notwendig gewesen wäre. Insofern, das waren so hübsche Sachen dabei bei uns. Bei der anderen Seite, du hast recht, von den Regionalverbänden in NRW war es die knappstmögliche Mehrheit. Wenn man so ein wildes System wäre, alles zustimmen muss. Es waren die Warnstreiks, es waren die 3,4 als Zahl. Und es liegt ein bisschen daran, dass in dieser Tarifrunde die andere Seite wie ein Hühnerhaufen war und überhaupt nicht sozusagen koordiniert vorgegangen ist und auch sich gar nicht so drüber im Klaren war, was sie wollten. Eine andere, das ist nicht eine Anekdote, das ist eher ärgerlich, aber wir haben allein dadurch, wir hatten ja unterschiedliche Ausgangssituationen. In Baden-Württemberg hatten wir die weitestgehende Regelung zur Bildung und in anderen hatten wir das nicht. Wir haben allein für die Übertragung, also da gab es ja auch eine Übertragungsempfehlung bei so Ergebnissen, für die Übertragungsempfehlung der Bildung haben wir 21 Stunden verhandelt. Nur über diese Scheißfrage eine Seite Papier, wo jedes Wort dreimal irgendwie umgedreht wurde, wo jeder Regionalverband nochmal reingeschossen hat, die sind wieder reingegangen wie 2012 und haben gesagt, wird's mit uns nicht geben. Alterszeitzeit, ja, da kann man, haben wir ja auch Eigeninteressen, aber Bildung wird's nicht geben. Sie haben eine Tabuposition aufgebaut und das ist jetzt in kürzester Zeit das zweite Mal, dass ihren Mitgliedern erklären mussten, ihr habt doch gesagt, da kommt auf keinen Fall was und dann kam was. Auch wenn es homöopathisch war und wenn wir sie haben sagen lassen, ja, das meiste haben wir abgewehrt, das war der Punkt. Also wir waren erfolgreich bei Warnstreiks, wir haben mehr Betriebe beteiligt, deswegen die Ausführung von Mallmann hier zur Frage Ultima Ratio. Wir hatten einen Prozess mit Ihnen. Können wir denn nicht diesen Quatsch dieser nachlaufenden Friedenspflicht, dieser 4 Wochen nach Ende des Vertrages, können wir das nicht eliminieren? Und sozusagen ein geordnetes Verfahren unter Friedensbedingungen vor Ende des Vertrages zu machen, ja gar nicht weniger Zeit, sondern einfach das hintran, ist seitdem Abschluss beendet, weil jetzt kommt es ganz platt, dann könnte er ja noch mehr streiken und so. Das ist schwierig, es hat keine Massenaustritte gegeben, aber diese ganzen Botschaften von Kirchhoff hier in NRW, von Mallmann, die in der Zeitung standen, waren hauptsächlich Botschaften nach innen. Und Sie drängen, das ist jetzt auch ganz neu, Sie gehen jetzt sozusagen in die Region und versuchen, unsere Bezirksleiter anzusprechen, nach dem Motto, können wir nicht in der nächsten Tarifbewegung vielleicht ein bisschen nicht ganz so unfreundlich oder so. Also es ist schon ernster zu nehmen, als es in der Vergangenheit irgendwie war. Ja, Heiner Dribusch vom WSI, jetzt genau an dem Anschluss dran, hätte ich da noch eine Frage dazu, zu der Auseinandersetzung, weil es ist ja aufgefallen, dass die Arbeitgeberseite da jetzt in, sozusagen erstmals die Frage aufgeworfen hat, ob Warnstreiks während der Friedensfrist, ob da jetzt nicht eine Grenze überschritten wird. Jetzt würde mich in dem Zusammenhang mal interessieren, was ich gehört habe und auch beobachtet habe, ist ja, dass tatsächlich, es aber so ist, dass der Warnstreik ja in der IG Metall eine Entwicklung genommen hat. Also ich habe früher selbst da gearbeitet und wie das anfing in den 80er Jahren, da war das zwischen verlängerter Frühstückspause und ich sag mal in meisten Fällen relativ kurze Angelegenheiten, oft unter einer Stunde. Die letzten Jahre ist es dann sukzessive hochgegangen und mich würde jetzt einfach mal interessieren, ist das eine bewusste Strategie eurerseits? Und also weil ich jetzt teilweise gehört habe, jetzt 3 Stunden Warnstreik ist doch schon eher üblich wieder geworden, oder wie erklärt sich das? Also ist das sozusagen, es gibt ja auch Debatten bei euch, so das Instrument sozusagen, der Instrumentenkasten der Arbeitskampfmaßnahmen zu erweitern. Ja, das ist immer noch regional sehr unterschiedlich. Diese eine Stunde gibt's halt schon auch noch, aber es hat in dieser Tarifbewegung tageweise Warnstreiks gegeben. Es hat aufgrund der Verflechtung dann aus diesen Tagewarnstreiks sind andere Sachen irgendwie entstanden. Es war eine Kritik, die wir jetzt auch ernst nehmen, der Arbeitgeberseite, sagt, ihr habt euch zu sehr auf Daimler konzentriert.
Das war auch ein Stück weit so, weil wir an ein paar Standorten waren einfach noch ein paar Rechnungen offen, die man in der Tarifrunde irgendwie mitbeglichen hat. Und bei Daimler war das größte Problem, ist das größte Problem, wenn in Untertürkheim in der Aggregatefertigung keine Samstag- oder Sonntagsarbeit geleistet wird. Das ist das Hauptproblem für Daimler, nicht der Warnstreik, den wir da hatten. Aber wir werden jetzt auf dem Gewerkschaftstag eine Debatte führen, in 2 Wochen ist irgendwie los, oder sind wir schon mittendrin, eine Debatte führen, ob wir nicht ein anderes, ein neues Konzept brauchen, das in 3 Sätzen, den Rest werdet ihr dann irgendwie danach dann hören, kannst du irgendwie nochmal vorstellen, sagen, wir wollen in einem ersten Schritt mit einem Warnstreik von 2 Stunden, beispielsweise Schätzwert von 2 Stunden vor dem Betrieb, unsere Forderung gegenüber dem Arbeitgeber adressieren. Wir wollen in einer zweiten Eskalationsstufe, die so 4 Stunden oder einen halben Tag dauert, unsere Forderung an die Öffentlichkeit tragen, sprich auf den Marktplätzen irgendwie präsent sein mit Warnstreiks. Und wir wollen in einer ausgewählten Anzahl von Betrieben, bevor wir in die Situation kommen, eine Flächenurabstimmung zu machen, eintägige Warnstreiks zu machen, die auch beinhalten, dass dann in diesem Betrieb keiner rein und keiner rausgeht, das dann aber auch mit einer finanziellen Honorierung, mit einer Streikunterstützung so zu machen. Da haben wir uns Erfahrungen aus anderen Bereichen entsprechend auch mal angeguckt. Da gab es auch eine Debatte bei uns. Also es gibt nicht eine Debatte um bezahlte Warnstreiks, sondern es gibt eine Debatte um ein erweitertes Streikkonzept, was bei den Arbeitgebern dummerweise auch schon angekommen ist, war aber von auszugehen. Wurde ja auch schon in die Stuttgarter Zeitung irgendwie mal Roman Sitzelsberger zitiert, der dazu auch was gesagt hat. Also es gibt diese Debatte, neues Konzept ernster zu nehmen, flexibler zu sein, und es hat ein Grund, warum wir es machen, weil von den Ergebnissen her hätte ich mit mehr Warnstreiks jetzt auch nicht mehr hingekriegt. Also eigentlich muss man sagen, wir sind ja mit dem System ganz erfolgreich. Wir können ja nicht sagen, wir haben 0,2 oder 0,3% liegen lassen, weil wir nicht genug gewarnstreikt haben. Das ist ja objektiv nicht so. Aber wir haben seit 2012, insofern haben sich die Arbeitgeber das auch eingebrockt, folgende Situation: Irgendein Arbeitgeberverband oder Gesamtmetall hat eine Idee, wo denn der Pilotabschluss gemacht wird. Und dann schalten alle in den Zuschauermodus oder in den Modus, dass man Haltungsnoten verteilt. Wir haben in Bezirk Mitte, in Küste, in Niedersachsen von den Arbeitgebern offensiv Termine, Verhandlungstermine gekündigt, abgesagt bekommen. Wir haben die Aussagen, unsere Bezirke haben sich die Aussagen anhören müssen, es wird ja so und so in Bayern, Stuttgart gemacht, deswegen müssen wir gar nicht bei euch verhandeln. Und diese neue Arbeitskampf-Konfliktstrategie geht davon aus, dass wir überall da, wir können nicht in allen Bezirken Flächentarifauseinandersetzung bestehen, aber in jedem Bezirk und jedem Bundesland haben wir Regionen und Betriebe, und die wollen wir beteiligen. Also unter dem Gesichtspunkt Beteiligung ist das sozusagen der Ansatz, mehr mitzunehmen, nicht berechenbar zu sein in Stuttgart, in München oder in NRW, wo macht man halt einen Vorschlag, sondern die guten Aktionen in Niedersachsen, in Küste und so weiter mitzunehmen in so eine Gesamttarifbewegung der Metall- und Elektroindustrie, damit auch alle Arbeitgeber gleich viel Spaß haben an der Veranstaltung.